Die Masse des Mondes beträgt 7,35 mal 10 hoch 22 Kilogramm und seine Distanz zur Erde beträgt 384.000 Kilometer. Berechne die Zentripetalkraft, die den Mond auf seiner kreisförmigen Umlaufbahn hält, wenn die Masse der Erde 5,98 mal 10 hoch 24 Kilogramm beträgt. Hier eine Simulation. Und hier die Angaben. Die Masse des Mondes beträgt 7,35 mal 10 hoch 22 Kilogramm. Die Masse der Erde beträgt 5,98 mal 10 hoch 24 Kilogramm. Die Distanz klein r zwischen Erde und Mond beträgt 384.000 Kilometer, das heißt 3,84 mal 10 hoch 8 Meter. Wir suchen die Zentripetalkraft, die den Mond auf seiner Bahn hält. Und das ist natürlich die Gravitationskraft, mit der die Erde den Mond anzieht. Wir drücken diese Gravitationskraft in Newton aus und berechnen sie durch das universelle Gesetz der Gravitation, diese Formel von Newton. In dieser Formel ersetzen wir ME, MM und klein r durch diese bekannten Werte und wir ersetzen die Gravitationskonstante groß G durch 6,67 mal 10 hoch minus 11, also so. Und somit finden wir als gefragte Kraft ungefähr 1,99 mal 10 hoch 20 Newton.